Herzlich willkommen im Stempelpalast. Heute ist Tag 4 meiner Punch-Art-Woche und heute ist die dritte Anleitung für das Punch-Art-Buch, in dem ich mit dabei bin, und die handelt von Tannenzapfen. Ja, aus der Originalanleitung, aus der die Idee mit den Tannenzapfen kam, das gibt es mit einer Stanze, da habe ich nicht mal eine Ahnung, was das für eine ist. Also sie ist von Stamping Up, weil es draufsteht, aber ich habe überhaupt null Idee, wo sie herkommt. Ich habe mich jetzt entschlossen und ich finde, das Ergebnis sieht genauso aus. Es ist vermutlich nur kleiner mit unserer Blätterzweigstanze zu arbeiten. Ich glaube, sie heißt Blätterzweig. Mit dieser hier. Und genau, fällt gleich schon Cardstock raus. Ich finde, das sieht genauso aus wie auf dem Bild. Ich vermute, es ist nur kleiner, aber ich finde es eigentlich ganz nett. Und insofern zeige ich euch jetzt, wie ich das gemacht habe. So, als erstes brauchen wir Cardstock. Ich habe Cardstock gewählt in Espresso, weil ich finde, dass Tannenzapfen ja immer sehr dunkelbraun aussehen. Und da finde ich, ist Espresso einfach eine gute Wahl. Ach so, wer das Video von gestern mit den Osterhasen gesehen hat, bei dem möchte ich mich nochmal entschuldigen. Ich habe beim Rendern gesehen, dass das Ende von dem Osterhasen-Visio sehr unscharf ist, weil wahrscheinlich der Tisch zu weiß ist für das helle Licht, was ich durch meine neue Ringleuchte habe, die ich ja beim Osterhasen-Video das erste Mal benutzt habe. Und ja, ich muss wahrscheinlich immer eine Unterlage drunter haben, damit der Fokus sich scharf stellen kann. Also wir müssen gemeinsam noch ein bisschen üben und lernen, wie wir das hier gut hinkriegen. Aber ich hoffe, dass es jetzt heute bei diesem Video besser wird. Und ja, so. Also, wir waren bei Espresso. Ich habe mir dann in Espresso einen 3 cm breiten Streifen geschnitten. Und dann brauche ich noch, aber das kann ich, machen wir einfach aus diesen 3 cm breiten Streifen, machen wir nochmal so ein 5 cm, ziehen wir hier ab und da machen wir einen Zentimeter von. So, das ist nämlich jetzt unser Träger, auf den wir das Ganze gleich aufkleben werden. So. Huch, Entschuldigung. Ist das warm heute. Wahnsinn. Und ich muss tatsächlich sagen, ich hatte mal gedacht, LED strahlt keine Wärme ab, aber diese Ringleuchte, die kann richtig was. So, jetzt muss ich mal eben gucken, genauso da ist dieser, da seid ihr. Und ich habe jetzt angefangen, möglichst sparsam Blätter auszustanzen, und zwar nur dieses eine. Seht ihr das? Ja, ne? Und da machen wir dann... Ich habe immer so 20 Stück ungefähr gemacht. Die gehen auch ganz gut raus aus dem Teilstück, was wir hier jetzt abgeschnitten haben. Fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Dann können wir das nämlich noch umdrehen und können hier noch weitermachen. 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ihr müsst es nur hinterher zwischendurch immer ausleeren, weil der Müll hindert euch irgendwann am Stanzen. 18. neunzehn
Naja, fangen wir erstmal mit 19 an und dann gucken wir mal, wie weit wir kommen. Wir haben ja hier auch noch unser kleines Teilstückchen. Legen wir es erstmal zur Seite. So, hier haben wir unseren Träger. Dann haben wir hier im Moment eine Menge Müll. Ich versuche das mal so ein bisschen für euch auszusortieren, damit ihr was sehen könnt. So, und ich nehme mir dann immer eine Pinzette. Ich nehme ein paar Glue Dots und nehme jetzt quasi das Blatt an der Spitze. Hier oben haben wir, da ist der abgeschnittene Teil, wo normalerweise die anderen Blätter absetzen. Und genau die Ecke setze ich jetzt in das Glue Dot. Und jetzt fange ich von unten an und setze hier auf die Spitze unten erstmal ein so ein Blatt. Dann nehme ich mir das nächste Blatt. Diese Nupsis können auch einfach dranbleiben. Nur bei dem obersten Nupsi, also bei dem letzten, würde ich ihn abschneiden wegen der Optik. Aber dadurch, dass ihr die ja alle übereinander klebt, fällt das überhaupt nicht auf, dass da oben noch was dran ist. So, jetzt den nächsten schräg rechts daneben. Und dann den nächsten schräg links da dran. Also. So. Kann man das erkennen? Oder ist das jetzt zu hell? Ich kann es auch echt nicht mehr sehen. Die Kamera ist mittlerweile auch so hoch. Ich hoffe, dass ihr das sehen könnt. So, dann kann man hier einfach weitermachen. Ach so, nee. Also Mitte, rechts, links oder links, rechts und dann erst wieder in die Mitte. Und dann habe ich versucht, ein bisschen weiter nach außen zu gehen. Dass ich wirklich also dann das Ding hier an den letzten Rest ansetzen, der dann noch vielleicht klebt. Was macht ihr denn so bei dem Wetter? Das ist ja der Hammer im Moment, ne? Ich sitze hier und drehe Videos. Haha. Aber ich möchte so gerne in den Urlaub fahren. Und damit ich das in absehbarer Zeit tun kann, muss ich einfach noch vorproduzieren. So, und jetzt haben wir also wieder Mitte, rechts und links. Die beiden sind relativ weit auseinander, sodass ich jetzt also hier zwischen auch noch einen setze. Und auf der rechten Seite genauso. Und die nächste Reihe setze ich jetzt ein bisschen höher wieder an. Weil der hat eine richtige Tannenzapfe, hat ja auch so wie Schuppen, wie Reihen. Ne? Genau. Die setzen wir dann hier wieder an. Auch eine Vierer. Nee, eigentlich ist es dann sogar eine Fünfer. Also die Mitte ganz außen und dann nochmal zwei dazwischen. Und dann werden wir wieder ein bisschen schmaler. Den müssen wir noch ein bisschen drehen. So. Setzen wir hier noch einen dazwischen. Entschuldigt, ihr wisst es, wie es ist, wenn ich so leise bin. Ne? Hier nochmal wieder die Mitte. Jetzt machen wir wieder schmaler, damit wir auch zum Ende kommen. Hier noch einen links
und einen rechts. Ich weiß gar nicht, wie seht ihr denn das jetzt rechts und links? Also, dies war jetzt gerade mein links, das letzte. Ich habe es also quasi falsch tituliert. Aber eigentlich seid ihr nicht spiegelverkehrt, weil ich nicht mit der Selfie-Kamera aufnehme, oder? So, machen wir noch eine Reihe. Ja, wir machen noch eine Reihe. Eine Reihe geht noch. Also, nochmal mittig. Links. Und rechts. So, und dann können wir, machen wir hier eben noch den letzten. Der 20. war ja der, der mir vorhin fehlte beim Ausstanzen. Den mache ich jetzt noch. Und bei diesem schneide ich jetzt hier oben tatsächlich den Nupsi weg, damit er glatt aussieht. So. Und kann dann abschließen. Jetzt habe ich es mir hier fast aufs Papier geklebt. So, und jetzt könnte er dahin, wo ihr ihn hin haben möchtet. Ich habe dazu hier noch das letzte Stückchen von dem Trägerpapier weggeschnitten. Hab zwei Glue Dots von unten auf den Träger geklebt. Und dann kann man ganz einfach die Karte nehmen und den hier auch noch. Also man könnte vorhandene verlängern, indem man die da einfach noch mit dran hängt. Ne? Und ich klebe ihn jetzt einfach hier so mitten rein. So. Jetzt sind es schon drei. Genau. Das war es auch schon. Ist also tatsächlich überhaupt kein Hexenwerk. Ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe, das ist so eine der Ideen vielleicht für eine Weihnachtskarte oder für einen Weihnachtsworkshop von euch. Ja, morgen geht es dann für euch weiter mit der Blume und am Freitag ja, mit immer noch einer Überraschung. Nein, Entschuldigung, morgen ist Freitag mit der Blume. Am Samstag gibt es dann noch eine Punch-Art-Überraschung. Ja, genau. Also erstmal alles Liebe, einen schönen Tag noch und bis bald. Tschüss.